Und herzlich willkommen zu einem dritten Teil von Tinkertables Construction. In der letzten Aufnahme habe ich euch gezeigt, wie wir uns einen Ofen herstellen, wie wir uns das Material für den Ofen herstellen, wie die Rezepte dafür sind. Und dann haben wir uns natürlich noch eine Steinspitzhacke gemacht. Unsere Steinspitzhacke, die haben wir natürlich auch noch hier reingeschmissen. Da ist er. Jetzt wollen wir beim nächsten Versuch, wie gesagt, versuchen, besseres Werkzeug herzustellen. Dazu habe ich ein paar Öfen aufgestellt. Die zeigen jetzt sich alle Materialien, welche man noch bekommen kann und einschmelzen kann. Denn ich möchte euch gerne noch ein paar Sachen selber entdecken lassen. Das geht unter anderem wie Hintrezepte, die hier so auftauchen. So hier, das kann man noch selber sich so ein bisschen entdecken. Ein paar andere Materialien sind auch noch da, die entdeckbar sind. Das ist grenzenfreien Los. Los geht's damit. In der verschiedenen Welt findet man so Kies, was mit Erzen durchzogen ist. Das geht dann darum unter Kupfer, Aluminium, Zinn. Die gibt es alle vorhanden. Die sollte man sich gern abbauen. Dann gibt es noch ein weiteres Feature. Das besteht aus diesen Büschen, die entweder Kupferbeeren enthalten, Goldbeeren, die auch gerne sammeln, denn dadurch kann man sich Material sparen und man braucht nicht alles verbrennen, was man am Barren hat. Als erstes geht es darum, Aluminium-Brass herzustellen. Das ist nachher dazu da, dass wir unsere Schablonen in einer höheren Form craften können. Dazu benötigen wir drei Aluminium und ein Kupfer. Das schmeißen wir dann hier rein. Das können wir auch mal hier machen. Ich benutze jetzt den Barren, und zwar ein Kupfer und drei Aluminium. Das schmeißen wir rein und lassen es durchbrennen. Dann sehen wir gleich, wenn das fertig ist, das Material kommt da raus. Gehen wir direkt weiter. Dann haben wir einmal Kupfer im Bottich. Was man für Kupfer verwenden kann, sind entweder Kupferklumpen, Barren, Beeren, Erze direkt oder auch komplette Barren oder Blöcke. Dann haben wir noch Adrit. Das ist Material, was aus der Hölle entsteht. Das durchzogene, etwas gelb durchzogenes Erz findet man eigentlich nur relativ in der Hölle. Oder man findet es einfach in Barrenform in irgendwelchen Dungeons. Das gleiche gilt für Kobalt. Entweder findet man die Barren in Dungeons oder man geht ins Nether und klöppelt sich die Erze dafür ab. Was man aus den beiden rausbekommt, ist Manylium. Entweder benutzt man beide einzeln oder wir benutzen Manylium. Dazu benötigen wir zwei Adriterze und zwei Kobalterze oder Barren, je nachdem, wie ihr es gern haben möchtet. Dabei haltet ihr auch so eine schöne lilane Farbe. Danach haben wir noch Alumit. Das können wir uns craften, da habe ich jetzt nichts reingetan. 5 Aluminium, 2 Eisen und Obsidian. Kommt auch so eine pinke Plurre raus. Dann haben wir noch Zinn. Das gleiche Spielchen ist bei Zinn. Haben wir Zinnerz, Zinnkies oder gleich direkte Barren oder Klumpen oder Beeren. Jetzt haben wir noch Gold, Stahl, Eisen und Glas. Bei dir Gold und Eisen gibt es da so. Kann man doch noch ganze Rüstungen, Werkzeuge, Klumpen und Barren bzw. Blöcke, Erze, Beeren, Kies in Kiesform auch und die Uhren verbrennen. Die einfach da reinschmeißen, dauert einen Moment, dann erhaltet ihr flüssiges Glas. Das gleiche gilt bei Eisen, hier ist ein bisschen mehr dazu gekommen. Gelten Eimer, Amboss, Eisengitter, Kessel und Kompasse kommen auch noch dabei. Dann, des Weiteren gibt es auch gegenüber noch Eisen, gibt es noch Stahl. Stahl bekommen wir aber nur durch Ketten, Hemden und Hosen, die wir unter anderem in Dungeons finden und dann uns nachher daraus unser Material craften können. Und jetzt habe ich noch eine kleine Erweiterung dazu, das Glas, was von vielen beliebt ist, denn wenn wir das ja einfach mal gießen lassen, das können wir einfach mal hier gießen lassen und einmal als Panel bzw. als kleine Glasplatte hier hingießen, dann dauert das einen Moment, dann erhalten wir hier eine Glasscheibe und die können wir ganz schön hier hinsetzen und die ist nämlich durchsichtig gegenüber anderen Glassorten. Die können wir auch abbauen. Im Survival-Modus erhaltet ihr die Glasscheiben auch alle wieder. Das ist das gleiche wiederum bei dem Glas, klaren Glas. Wenn wir die connecten, erhalten wir ein schön durchsichtiges Glas und ist nicht dieses normale Glas, welches noch, je nachdem nach jedem welchen Texture Pack da ist, noch einen Streifen hält. Und das Glas lässt sich im Survival-Modus auch abbauen und man hält einen ganzen Glasblock wieder. Und dazu kann man einfach fertiges Glas, was man noch hat, reinwerfen. Glaspanels auch noch, die habe ich jetzt nicht dabei gelegt. Oder man schmeißt die restlichen Glassorten auch wieder rein. Oder Sand. Anderes funktioniert hier nicht. So,
Hier können wir, wie gesagt, auch noch Stahlbarren rausmachen. Die klicken wir jetzt einfach mal alle durch. Da erhalten wir überall einen Barren raus. Die schönen Barrenfarben, die können wir gleich. Upp. Gehen wir jetzt einmal hier so schnell lang. Was wird alles so erhalten? So. Das Aluminium-Bass ist für euch ganz wichtig, denn mit dem Aluminium-Bass machen wir uns verbesserte Formen. Dazu legen wir einfach den Kopf da rein oder ein anderes Material und gießen uns darum die Form raus. Jetzt dauert das einen Moment, bis das abgeerdet ist. Jetzt halten wir wieder den Kopf und einerseits das Cast daraus. Das können wir jetzt mit verschiedenen Werkzeugteilen noch weitermachen, bis wir halt die passenden halten, die wir alle benötigen. Ich würde euch empfehlen, einfach komplett alle zu machen. Dann habt ihr nämlich alle Pattern bzw. Schablonen, die ihr irgendwann mal später benötigt. Jetzt würde ich noch sagen, dann laufen wir mal eben noch schnell zurück. Ah ne, ich habe noch was anderes vor. Und zwar, viele fragen sich, wie komme ich denn die Form für die Barren? Da legt ihr einfach so einen Barren rein, gießt auch Aluminium-Bass. Es funktioniert auch mit Gold. Ich empfehle aber immer gern Aluminium-Bass, denn es ist eine schöne Alternative gegenüber Gold. So, dann haben wir jetzt schon mal ein paar Schablonen. Das könnt ihr, wie gesagt, mit allen Formen machen. Ich habe das jetzt nur mit ein paar Formen gemacht, damit wir halt mit dem Werkzeug weitermachen können. So, das kommt auch hier rein. Lava-Eimer brauchen wir gerade nicht. Dann machen wir nämlich uns gleich direkt nochmal eine weitere Form von Werkzeugen. Hier habe ich Manylium reingeschmissen, um jetzt Manylium-Werkzeuge herzustellen bekommen. Habt ihr einerseits die Möglichkeit, das über Barren mit einer Werkzeugstation zu machen oder gleich direkt an der Smeltery. Dazu klickt ihr einfach auf die Smeltery an den Zapfhahn, legt das Pattern unten rein auf den Tisch und lasst die Form vollgießen. Das machen wir jetzt einfach mal komplett mit allen Werkzeugen. Es dauert natürlich einen Moment, bis wir das alles haben und können das dann natürlich hier reinbrennen. So, jetzt könnte man sagen, och, ich möchte gerne die Smeltery leer haben, mache ich mir einfach eine Barrenform daraus. Dauert wie gesagt auch einen Moment, man kann sich da halt ein bisschen lange dran hinstellen und dann erhält man einfach so eine Barrenform. Das kann man jetzt mit allen machen, das möchte ich jetzt nicht ausführen. Ich möchte jetzt noch einmal euch zeigen, die ganzen Blöcke hier. Adrit, schönes Rot. Kobalt in Blau gehalten. Also das ist ein Spex Texture Pack, das ihr gern, das ich unten verlinke und dann könnt ihr das mit machen. Hier haben wir Gold, wie man kennt. Eisenbarren, Stahlbarren und das, wie gesagt, das Glas, was wir noch einmal zu guter Letzt hatten. Jetzt flitzen wir noch schnell zu unserer Werkzeugstation, da fliege ich mal eben hin. Und dann machen wir uns noch ein Manylium-Werkzeug und dann ist sozusagen auch schon die Aufnahme wieder beendet. Denn ich möchte das gerne ein bisschen unterteilen, dass wir alles sozusagen haben. So, und jetzt haben wir eine Manylium-Spitzhacke. Das Manylium, jetzt schmeißen wir hier rein. Und ich habe euch ja zu Anfang der ersten Tutorials gesagt, macht euch gern zwei Kisten, denn der Grund ist, da könnt ihr in der anderen Kiste könnt ihr die Pattern reinschmeißen, die aus den Aluminium-Brass bzw. Gold hergestellt worden ist. In der nächsten Folge würde ich euch einen kleinen Fortschritt zeigen auf den Werkzeugen drauf, was man für Modifiers auf welches Werkzeug packen kann. Und dann hoffe ich euch, dass wir auch sozusagen die Grundlagen dadurch geschafft haben. Und dann kommen noch ein paar erweiterte Zulagen, eine automatische Smeltery oder wie wir halt alles bedienen noch etc. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme. Euer FlashOTP und tschüssen.